Kann er einmal kurz gucken. Aber... Wobei, ist automatisch geordnet? Ach da, hätte ich doch von unten gucken können. Ich glaube es nicht. Nein, aber man kann ja mal gucken. Ich lasse mich gerne überraschen. So, können wir einsteigen und dann haben wir das auch. Hätten wir prinzipiell auch im letzten Stream noch machen können. Aber ich wusste jetzt halt auch nicht, wie lange die Arena letztendlich dauern wird mit den Vortrainern und mit Camilla selbst. Und so war ich auf jeden Fall ausgeruht und satt und fresh. Und ja. Der Moment, auf den wir gewartet haben. Ich hoffe ja mal, also ja, klar. Aber ich hoffe ja mal, dass ihr alle hier seid, weil ihr Bock auf den Stream habt und nicht nur, weil ihr unbedingt wissen möchtet, was das letzte Teammitglied wird, um dann wieder abzuhauen. Das fände ich nämlich ziemlich traurig. Deswegen, ich kann verstehen, dass ihr da hyped drauf seid, aber ich wäre sehr sad, wenn es nur daran liegen würde. So. Ja, du haust danach ab. Aber du bist doch an den Stuhl gefesselt, Gracie. Oder hast du dich schon wieder befreit? Heißt aber auch, dass Mila erstmal eine Pause machen kann. Ich glaube, ich packe auch wieder Yuri nach vorne. Mit Säurespeier kann man da, glaube ich, eigentlich immer ganz gut alles irgendwie schwächen, weil Gift gegen Gift, ne? Ja, gleich sind die Viewerzahlen halbiert. So oder so ähnlich. Ich weiß gar nicht, wie viele zugucken. Ich schaue während meines Streams nie nach, wie viele Leute da waren. Deswegen, joa, könnte ich das noch nicht mal sagen, ob es so wäre. Ich gucke manchmal hinterher in die Streamübersicht, wie viele Leute da waren, aber ich weiß nichts. In Anführungszeichen, es interessiert mich dann auch nicht, weil ich streame, ich habe Spaß dran, die Leute, die da sind, haben Spaß dran und gut ist. Also irgendwie, das ist für mich so das Relevante und nicht, ob jetzt 100 Leute zugucken oder 90 oder 200 oder whatever. Ist halt einfach so und gut ist. So, Tüti hatte ich nach vorne gepackt, gut. Dann haben wir aber tatsächlich gleich ein vollständiges Team. Und ich meine, wir haben ja auch schon einige Pokémon, die schon groß geworden sind. Gut, Tüti oder Tentacha sind natürlich noch ein bisschen... brauchen noch ein bisschen Liebe. Nur Tentacha entwickelt sich, glaube ich, auch bald. Ich glaube sogar, das könnten wir vor Turner noch hinbekommen. Was auf jeden Fall ganz praktisch wäre. Aber, ja. Es ist nur ganz... was mich ein bisschen traurig macht... Viele von euch haben ja von vornherein Vermutungen angestellt, was ich ins Team nehmen werde. Und jedes Mal, wenn es dann quasi nicht so war, war man vielleicht ein bisschen traurig, hat aber immer gesagt, okay, es gibt ja noch ein nächstes Mal. Wenn euer gewünschtes Teammitglied jetzt nicht ins Team kommt, dann wird es gar nicht mehr ins Team kommen und dann muss ich Herzen brechen und das tut mir sehr leid. Aber ich musste mich leider auf 6 beschränken, ne? Ging halt nicht anders und Vorlieben sind einfach anders, ne? So, Achtung, der Ingame-Sound ist gleich nochmal kurz weg, weil ich das eben einstellen muss. Oh, ich habe noch den von Tentacha drin. Gut, dass ich niemals Select drücke. Da haben wir den von Wailord, weil Wailord ist neuerdings ein Gift-Pokémon. Ja, kein Shiny. Safe. Und dann... Select. Da ich nicht weiß, wo Select ist und wo Start, drücke ich einfach beides. Und dann gucken wir mal, ob das funktioniert. Wir hatten es ja auch schon mal, dass ich es verkackt habe. Aber wenn kein Gift-Pokémon kommt, wisst ihr, dass ich es verkackt habe. Dann können wir gleich nochmal suchen. Okay. Ihr seid, glaube ich, sowas von bereit. Ich muss euch, glaube ich, gar nicht erst fragen. Dann gucken wir doch mal. Wo ist mein Wailord? Wailord hat keine Lust. Das sieht richtig aus. Wenn du jetzt noch das richtige Geschlecht hast, dann sag ich dich gleich ein. Da haben wir auch unser 6. Teammitglied. Kommt vermutlich nicht so hundertprozentig überraschend, weil ich sag mal, durch X-Bart habe ich ja auf jeden Fall die gemeine Bodenschwäche schon mal abgedeckt. Aber gegen Psycho ist es halt ein bisschen schwierig, ne? Ich meine, man kommt mit Sicherheit auch so klar. Aber es ist halt ein bisschen eklig. Das haben wir schon des Öfteren gesehen, wenn so ein Psy-Strahl kam. Und deswegen habe ich halt tatsächlich lange überlegt, ob ich einen Skunk-Tank mitnehmen möchte, weil Skunk-Tank halt auch potenziell halt viel lernen kann. Oder halt Piondragi, weil es eben ne, die gleiche Typkombination hat. Tatsächlich, was auch ein Anwärter war, wo ich lange unsicher war, war Kerapendra.
Also ich habe lange geschwankt zwischen Pion Draghi und Kerapendra. Hat dann aber letztendlich doch Pion Draghi genommen. Nicht unbedingt wegen der Typkombination, also nicht, weil es die Immunität hat, sondern einfach, weil ich irgendwie mehr Bock auf Pion Draghi hatte. Das ist einfach der einzige Grund in gewisser Weise gewesen. Sache, wenn du Skuntank genommen hättest, hättest du sogar noch Feuerattacken im Team gehabt. Das stimmt. Nee, also wie gesagt, das war so ein langes Hin und Her zwischen Kerapendra, weil ich es halt auch episch finde, und Pion Skora. Das war so aber irgendwie, weiß nicht, fand ich Pion Draghi spontan stylischer, weil ich es auch noch nie dabei hatte und habe mich dann dafür entschieden, ob es teilweise bessere Varianten geben würde. Ich bin mir ziemlich sicher, es hätte mit Sicherheit ein besseres Teammitglied gegeben als Tüti, einfach aufgrund der Typkombination. Vielleicht, keine Ahnung, wäre Giflor besser gewesen als Roserade. Vielleicht wäre Skungtang besser gewesen als Pion Draghi. Wie auch immer, aber letztendlich war es für mich einfach irgendwo so eine Herzensangelegenheit. Ich habe letztendlich die Pokémon genommen, auf die ich Lust hatte. Teilweise natürlich logischerweise auch welche, weil die sich einfach gut im Team machen. Aber letztendlich ist es für mich einfach so viel wichtiger gewesen, mir ein Team zusammenzustellen, wo ich auch hyped drauf bin. Also ich wollte jetzt keine Pokémon mitnehmen, wo ich mir denke, ja, passt gut ins Team, aber eigentlich sehr unspektakulär. Also ich habe mich wirklich echt drauf beschränkt, Pokémon zu nehmen, wo ich wirklich Bock habe, mit denen zu spielen. Und so hat sich unser Team dann zusammengesetzt. So, 80 cm, 12 Kilo. Es kann ein Jahr ohne Nahrung überleben. Greift mit dem Gift aus den Krallen an seinem Schweif an. Ich kann nicht ein Jahr ohne Nahrung überlegen. Ich kann noch nicht mal einen Tag ohne Nahrung überleben, glaube ich. So, du bekommst natürlich auch einen Spitznamen. Wir haben ja bekannterweise Tails-Protagonisten als Naming-Theme. Da haben wir schon einige im Team. Und ja, aber Pion Draghi war es nicht sonderlich schwer, ehrlich gesagt. Weil Luga einfach eine coole Sau ist und Luga zwei Schwerter hat und das irgendwie zu Pion Draghi ziemlich gut passt. Und gut, Lloyd hätte auch zwei Schwerter, aber Lloyd ist lame, also ist es Luga geworden. Jetzt haben wir vor allen Dingen Mila, Jude und Luga im Team. So, Ludger schreibst du dich ja, genau. Ludger. So. Damals hat man nicht wusste, wo man den Namen gesehen hat, aber nicht wusste, wie man ihn aussprechen soll. Ja. Ludger? 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 Gehen wir uns erstmal kurz heilen, dann schauen wir. Aber ich finde, wir haben ein cooles Team, ne? Wir haben hier quasi Vesperia, ja, Xillia, Cisteria, Berseria, Xillia. Also die richtig guten Tails-Spiele sind alle ausreichend vertreten, würde ich behaupten. Wobei Cisteria ist wieder so ein Mittelding. Aber wir haben auf jeden Fall Berseria, was ich sehr toll finde, Xillia ausreichend und Vesperia. Für mich haben wir damit das Wichtigste irgendwie abgedeckt. Fight me. Beziehungsweise es geht noch nicht mal unbedingt immer so um die Spiele, aber ich finde einfach sowas wie Espel oder Lloyd, die sind leider recht 0815 und ich weiß nicht, Velvet hat ihre Terrorisierung oder wie es da heißt und Mila hat halt einfach die Geister und Luga hat halt auch sein Chromatos prinzipiell. Die haben halt alle irgendwie was Besonderes und ich finde halt Espel und Lloyd im Vergleich dazu nicht sonderlich interessant, abgesehen davon, dass ich weder Symphonia noch Graces als gute Spiele einstufen würde. Weil Symphonia hat sehr viel, was ich nicht mag und Graces hat halt leider einfach eine Story, die absolut nicht vorhanden ist und Charaktere, die ich super langweilig finde, außer Pascal und Sophie vielleicht. Deswegen, also ich bin nicht der größte Fan von Symphonia und Graces und deswegen war es mir auch nicht so wichtig, die hier vertreten zu haben. Aber jedem das Seine, ne? So. Gut, Abyss kann ich nicht beurteilen, weil ich bislang nicht so viel davon gesehen habe. Hastig und flüchtet schnell. Ich weiß ja nicht. Also, bei Luga bin ich mir da nicht so sicher. Minus Verteidigung plus Init. Das sind deine besten Werte. Naja, gut. Okay. Und hat Kampfpanzer, also keine Crits. Kann man auch mal machen. Sag mal, sein Chromatos der Kampfpanzer? Ja, hatte Rakete und Abschlag. Yay. Der schwache Abschlag? Der schwache Abschlag. Ich finde, dafür du bringst immer was Ordentliches bei. Ja. Ja, also wie gesagt, Geschmäcker sind ja verschieden. Von daher gesehen ist es überhaupt kein Ding, wenn er das nicht so sieht wie ich.
Aber ihr müsst im Gegenzug natürlich auch akzeptieren, dass ich es eben genau so sehe. Kannst du Schaufler lernen? Ja. Nehmen wir das schon mal. So. Dass du schon mal so ein bisschen Abwechslung hast in deinen Attacken. Nein, das Felsgrab verbrenne ich jetzt nach diesem Arena-Kampf. Raub. Oh. Gegenstoß. Heimzahlung. Käfertrutz. Kraftschub. Rückkehr kannst du vielleicht noch haben. Du hast mich dann vielleicht aktuell noch, aber okay. Ja, irgendwann geht das auch mal. Worum geht's gerade? Dass der beste Wert reduziert wurde? Ja, also ist halt vielleicht ein bisschen schade, das mag sein. Aber fürs normale Durchspielen glaube ich nicht relevant. Ich meine, Initiative ist bei ihm auch extrem gut und wurde halt noch zusätzlich gestärkt, also warum nicht? Hätte zwar auch lieber vielleicht minus Spezialangriff oder sowas gehabt, aber... Gott sei Dank sind Schwarz und Weiß oder generell die meisten Editionen nicht so schwierig, dass man darauf angewiesen ist. Sonst hätte ich als Kind auch ziemliche Probleme gehabt. Die Sache ist, wollen wir Luga nochmal eben auf Teamniveau bringen? Ich glaube, das wäre wahrscheinlich angebracht. Falls ihr es übrigens noch nicht so nachvollziehen konntet, warum ich mir genau diese Reihenfolge überlegt habe. Mit Yuri habe ich natürlich angefangen, weil Maskottchen. Dann kam ja Velvet dazu, weil ich mir dachte, Knospi wirklich so früh wie möglich zu holen, ist nicht verkehrt, weil dann wirklich auch möglichst viel Freundschaft aufgebaut werden kann, schon mal. Dann kam ja Mila dazu, einfach weil ich mir auch dachte, so der Doppelkick für die zweite Arena wäre schon ganz nett. Dann kam Soray dazu, eben auch halbwegs früh zumindest noch, um Freundschaft aufzubauen und halt für die dritte Arena. Dann habe ich ja schon mal Jude dazu geholt. Ich hätte natürlich Jude auch erst jetzt holen können, weil ich ihn prinzipiell erst für die nächste Arena brauche. Nur Luga entwickelt sich halt recht spät. Und bis dahin kann er wahrscheinlich nicht ganz so viel reißen. Deswegen Pions Cora wirklich recht spät zu holen, führt einfach dazu, dass ich es halt recht bald entwickeln kann. Früher, als wenn ich es von vornherein gehabt hätte. Und deswegen kam halt Pions Cora einfach so spät. Ich werde es mal eben auf Teamniveau bringen. Ob ich das jetzt onscreen oder offscreen mache, ihr wisst alle, dass ich die Sonderbonbons im Beutel habe. Und ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ihr jetzt Lust habt, eine halbe Stunde erstmal zu trainieren. Ja, Luga versucht Grimasse zu lernen. Ich glaube nicht. Ja, Luga musste vorher noch seine Schulden eintreiben, so sieht's aus. Eigentlich müsste ich ihm gleich das Münzamulett geben. So aus Prinzip. Ja. So. Passt perfekt. Da hast du schon mal Teamniveau. Da. Das Münzamulett. Hat jetzt eigentlich jeder... Ich kann da mal ein bisschen Geld verdienen. Ja, endlich. Gut, ich könnte ihm natürlich jetzt auch das Schattenglas geben, aber ganz ehrlich, für den Abschlag... Ich weiß ja nicht. Okay. Dann sind wir in Rayono City auf jeden Fall auch fertig. Ich glaube, Tränke habe ich auch noch genug gehabt, habe ich gesehen. Dementsprechend... Können wir abhauen. Ich überlege gerade. Kann es sein, dass Cheryl mich schon wieder anfällt? Der fällt mich nach jeder Arena an. Ja. Aber ich glaube, wobei doch, ich glaube, der fällt mich gleich direkt an. Mhm. Der kommt ja überhaupt an jeder Ecke. Sobald du gleich rechts aus der Stadt oder links aus der Stadt rausgehst. Ich meine auch, der kommt sofort, aber okay. Wir sind auf alles vorbereitet. Also Rayono hat auch echt lang gedauert. Nicht, weil die Stadt so riesig war, aber weil sie so viele Attraktionen hatte. Auf Route 5 versammeln sich gern jede Menge Straßenkünstler. Ich frage mich gerade, wer schreibt eigentlich diese Nachrichten auf den Leuchtschrift-Anzeigetafeln? Es ist wieder soweit. Die Tiefkühlcontainer werden von Pokémon bewohnt. Punkt, Punkt, Punkt. Maria City, eine Hafenstadt am Meer. Ja, es wäre auch traurig, wenn die Hafenstadt nicht an irgendeinem Gewässer wäre. Und das größte Einkaufszentrum. Ich meine, du kannst auch einen Hafen an einem Fluss bauen oder so, aber... Naja, ja, aber irgendein Gewässer muss da vorhanden sein. Ich glaube, wir werden die Leuchtschrift-Anzeigetafeln auch nicht mehr los, oder? Aber schön. Leuchtschrift-Anzeigetafel, Reparaturservice. Richtig. Kann ich das Schild zumindest noch lesen? Route 5. Heimat der Straßenkünstler. Ja komm, Sharon, ich weiß, du willst das. Warte, Svenja.
Wir haben beide den Voltorden, doch wer von uns ist stärker? Vielleicht habe ich den Orden noch gar nicht und ich wollte hier nur kurz vorbeischauen. Mein Sieg wird diese Frage beantworten. Okay. Dann schauen wir noch mal. Da muss Pika auch erstmal lostanzen. Lena, danke schön für 20 Monate Treue. Und damit hallo. Kann ich dir so ein bisschen Schaden machen? Vielleicht. Gucken wir mal, wie viel Schaden machst du mir? Meine Verteidigung ist ja prinzipiell gar nicht mal so verkehrt. Oder gar nicht mal so schlecht. Du kannst Verfolgung. Boah. Wenn wir mal mehr als zweimal treffen würden, könnten wir potenziell tatsächlich was reißen gegen das Kleopatra. Weil ich glaube ich auch nicht wechseln möchte, wenn es permanent Verfolgung macht. Gut, ich habe genug KP vermutlich. Aber jetzt möchte ich nicht mehr wechseln. Go, Luga. Ah. Aber er hat sich immerhin gesteigert. Na komm, einfach aus Prinzip. Folterknecht. Kannst du bitte meinen Luga in Ruhe lassen? Der hat schon genug im Leben mitmachen müssen. Wie das nicht reicht? Er hätte echt gedacht, okay, es ist ein mega schwacher Abschlag. Ja. Aber irgendwie hatte ich trotzdem die Hoffnung, dass das ausreicht. Naja, ich wollte ihn nochmal disrespekten. Das war meine wahre Intention. So. Haben wir das doch zumindest geschafft. Navitaub. Boah. Joa. Hab leider gerade keine Elektroattacke zur Hand. Und Gesteinsattacken habe ich offiziell nicht mehr nach dem letzten Arena-Kampf. Ja. Scanner. Der hat echt die Superattacken. Folterknecht, Scanner. Meine Güte. Ich glaube, heute möchte mich jeder in diesem Spiel einfach nur kolossal nerven. Kann das sein? Oh, das geht vom Schaden her. Boah, ich könnte das gar nicht ohne naschen. Ich weiß nicht. Also, ich hätte da, glaube ich, ehrlich gesagt nicht die Willenskraft für, gar nicht mehr zu naschen. Das gehört für mich irgendwie einfach dazu, abends mal so ein bisschen, gerade, wobei, seit ein paar Monaten eigentlich schon, ist bei mir so Lachgummi und Salzbrezel. Es ist bei mir so phasenweise irgendwie. Dann steige ich wieder auf was anderes um und dann komme ich wieder drauf zurück und so. Aber irgendwie, ach komm, musst du mich damit jetzt nerven? Ich weiß nicht, so ein bisschen brauche ich immer. Und ansonsten gibt es halt bei uns nach dem Essen immer ein bisschen Schoki oder so, einfach so ein bisschen Nachtisch. Aber jetzt wirklich, dass ich mich abends hinsetze und Schokolade esse, nicht. Also das gibt es wirklich nur zum Nachtisch bei uns. Deswegen mein Respekt dafür, dass du das so durchgehalten hast. Weil, wie gesagt, ich weiß, dass es echt schwierig ist. Ach, wechselt er die ganze Zeit zwischen Scanner und Ruheort? Sharon, dafür, dass du in der nächsten Edition Arenaleiter bist, ist das ganz schön schlecht. Das könntest du mit Sicherheit auch besser hinkriegen. So, meine Güte. So, und Ephoserb. Das kann unser Starter wieder machen. Chiru, das ist mir zu lang. Das werde ich erst gar nicht anfangen zu lesen. Too long didn't read. Rindfleisch- und Etikettierungsüberwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Okay. So, wie viel Schaden mache ich dir damit jetzt? Oh, ich habe dich vergiftet, immerhin. Ich meine, gut, dass das in diesem Projekt des Öfteren mal passiert, ist ja irgendwie klar. Was hast du da? Ach, eine Zitrobeere. Ich glaube, wir haben echt eine gute Wahl gemacht, ihm Serpifeu zu geben. Es ist vielleicht ein bisschen der Easy-Mode, aber ganz ehrlich, wieso soll ich es mir schwerer machen, als es eh schon... Wobei, als es eh schon ist. Bislang geht's eigentlich. Aloe war eigentlich so der einzige Knackpunkt.
Und das haben wir irgendwie mit ein bisschen Cheaten auch geschafft. Mit komischen Affen. Ja. Vielleicht haben wir uns bei Aloha ein bisschen zum Affen gemacht, aber es hat irgendwie funktioniert. Du futterst auch ein bisschen Schoki. Das klingt gut. Ich musste letztens mit Entsetzen etwas feststellen. Ich habe sehr lange Zeit super gerne eine ganz bestimmte Erdbeer-Joghurt-Schokolade gegessen. Die habe ich tonnenweise gegessen und dann jetzt irgendwie schon vor lang nicht mehr, weil ab und zu braucht man einfach mal ein bisschen Auszeit von gewissen Sachen, die man halt immer regelmäßig isst, zumindest geht es mir so. Da habe ich die letztens wieder gekauft, weil die, glaube ich, im Angebot war oder so, und habe dann leider Schrecken festgestellt, dass die Rezeptur umgestellt haben und dass die jetzt nicht mehr so geil schmeckt wie vorher. Das hat mich sehr traurig gemacht. Nein, nicht Jogurette. Die ist auch lecker, aber die haben die Rezeptur, glaube ich, nicht umgestellt. Wieso nur gewinne ich nicht gegen dich? Ihr beiden seid also Freunde. Ich finde es toll, dass ihr euch gegenseitig antreibt und besser werdet. Los, gehen wir! Oh, Camilla, es ist mir eine Freude. Ah, die Musik dazu. Ein Festival, großartig. Das Leben soll ja Spaß machen. Wer ist das? Das ist Lauro, der Champ der Einer-Region. Aber schön, dass sie uns das direkt sagen. So bei anderen Champs wird einfach bis zum Ende ein Geheimnis draus gemacht und hier so, ja, ist der Champ. Der Champ? Warum verplempert der Champ an einem Ort wie diesem seine Zeit? Du bist ja wirklich so streng, wie man sagt, mein Junge. Tag, ich heiße Lauro. Ich bin der Champ der Pokémon-Liga von Einal. Und ich verplempere hier nicht meine Zeit, sondern bin auf Reisen. Ich will alle Winkel von Einal kennen wie meine Westentasche. Ich komme aus Avenicia und heiße Sharon. Mein erklärtes Ziel als Trainer ist es, neuer Champ zu werden. Sehr gut. Das Ziel seiner Reise zu kennen ist lobenswert. Und was wirst du machen, nachdem du Champ geworden bist? Gibt es noch ein anderes Ziel, als stärker werden zu wollen? Der Champ ist der stärkste Trainer von allen, oder nicht? Stark werden, der stärkste sein. Ist das Zielsetzung wohl genug? Versteh mich nicht falsch, ich will dir nicht widersprechen. Ich will, dass alle Leute von überall her die Pokémon genauso lieben wie ich. Das ist das Ziel, das ich verfolge. Verbring doch etwas Zeit mit den beiden hier, dann versteht ihr es vielleicht. Wollt ihr zwei nicht einen Pokémon-Kampf gegen sie bestreiten? Hey ihr zwei, kommt mal kurz her. Alles klar, aber zuerst... Oh, Dankeschön!